So Leute, wir sind jetzt in der nächsten Podcast-Aufnahme. Wir freuen uns, es wird eine coole Folge. Und das seht ihr nämlich jetzt hier auch schon in der Podcast-Folge, denn ich starte dir gerade. Also, wann kommt die online? Sonntag, 0:01 Uhr. In 6 Tagen. Genau. Wir sind hier direkt, haben wir jetzt mal so in den Podcast gestartet, oder? So auch mal ein Anfang. Ich habe echt ein bisschen durcheinander gebracht. Ich habe noch gar nicht realisiert, dass wir online sind. Ja, wir sind schon live hier. Ja. Was? Ich hoffe, man hat mich gehört, weil mein Mikro hatte ich gerade unten, aber ist egal. Ach so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich war nicht so wichtig gerade. Okay, aber jetzt sind wir ready. Gut. Und die Scheiß, das Intro kommt. Jetzt. Wir sind Mutter und Sohn. Man kennt uns schon. Ich bin Noel und ich bin so schnell. Und ich bin Katja und hab 8 Kinder. Muttersöhnchen-Podcast. Okay, herzlich willkommen. 11. Folge. 11, auch eine schöne Zahl, oder? Ja. Finde ich. Die letzte Folge an alle, die es nicht mitbekommen haben, die uns auf Instagram nicht gefolgt haben, deshalb verwirrt waren. Wann kam die letzte Folge online? Montag 0:01 Uhr, weil Monsieur hatte kein Internet. Ja, wir haben das so schön fleißig noch alles zeitig abgedreht, ne, am Donnerstag ja, statt Mittwoch, muss man dazu sagen. Ja, aber dann war es höhere Gewalt und dann ist das halt so. Aber jetzt haben wir Montag, wir sind richtig, richtig früh dran, damit alles schon vorweg hochgeladen wird, damit am Wochenende sowas nicht mehr passieren kann. Genau. Ja? Ich habe, muss ich sagen, es wird auch ein bisschen blöd, ich habe meine linke Mandel, spüre ich die ganze Zeit. Echt? Dann nimmst du nachher diese pflanzlichen Dinger. Nee, das kann ja schon wieder nicht sein hier, ne? Die sind irgendwie dauerkrank. Nein, das ist einfach. Ich hatte das letzte Woche auch und daraus ist überhaupt nichts geworden. Also. Mal schauen. Wir grüßen wieder Leute, wie wir es in jeder Folge machen. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann bewertet den Podcast auf Spotify oder auf Apple mit 5 Sternen. Schickt uns einen Screenshot davon auf Instagram. Und dann grüßen wir euch. Ja, halt, stopp. Ich muss aber eins dazu sagen. Ich schreibe ja nun wirklich jeden auf die Liste, wie du weißt, ne? Wie man auch sieht. Ja. Aber die Liste wird länger und länger und länger. Und bitte habt ein Einsehen, wenn ihr nicht gegrüßt worden seid, weil das würde die Sendung stand sprengen. Ja, ne? Ja, aber die stand ja auch außerhalb. Ja. Das ist nicht im Bereich des Möglichen, dass jeder irgendwann einmal gegrüßt wurde. Das geht ja irgendwie gar nicht. Ne? Aber so, okay. Dann Grüße an Julian, an Zoe mit Punkten über dem E. Richtig. Und an Tim Schwarz. Tim auch Schwarz, richtig. Irgendwie kenne ich den Namen her. Ja. Vielleicht hatten wir schon mal so einen ähnlichen. Das kann sein, vielleicht nicht, dass wir den jetzt doppelt gegrüßt haben, ich hoffe nicht. Aber dann können wir auch nochmal ganz liebe Grüße, den Namen finde ich jetzt gerade so schön, an Maralda senden. Maralda, okay, das ist wirklich ein cooler Name. Finde ich jetzt gerade richtig schön, ne, Maralda. Ja. Noch nie gehört. Ja, es gibt auch diese Grüße der Woche, die picke ich mir dann raus, wenn ich so besonders liebe Nachrichten geschickt bekomme, wo ich auch gerne was zu sagen würde oder mal was vorlesen möchte. Ich fange einfach mal an und zwar witzigerweise wieder eine Yvonne, hatten wir beim letzten Mal schon, das war die beim Hausputz den Podcast gehört hat, das ist aber jetzt eine andere. Und zwar, die hört mit ihrem fast 11-jährigen Sohn immer diesen Podcast. Und der Sohnemann heißt Mats und würde sich über liebe Grüße freuen. Ja, Grüße an dich, Mats. Und sie hat das so nett formuliert und schrieb nämlich, Mats würde sich vermutlich freuen wie Oscar. Na, wer kennt das Sprichwort? Nur Katja oder auch Noel? Das Sprichwort kenne auch ich. Aber das frage ich mich. Solche Sprichwörter wie Stolz für Oscar oder so, woher kommt sowas? Ja. Wie entsteht sowas? Tja, das weiß ich auch nicht. Durch vielleicht damals auch einen Film oder sowas oder durch ein Buch oder sowas wie heute ja auch oder durch auch Medien. Übrigens, das hat auch einer mal geschrieben. Das hatte der zwar so verpackt nach dem Motto, hier Sprichwörter und wir sollen mal versuchen, die aufs Englische ins Englische zu übersetzen. Weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht ganz so der Fan von. Aber grundsätzlich mal über Sprichwörter zu reden, finde ich total witzig. Einfach mal, dass wir mal sammeln, irgendwie die Sprichwörter. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Also Sprichwörter. Sprich, Redensarten, Sprichwörter. Okay. Genau. Finde ich super. Naja, auf jeden Fall dann liebe Grüße an Mats und Yvonne an der Stelle. Dann habe ich, also ich habe wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen bekommen. Sonst, guck mal, du kannst auch so. Ja, raus ist jetzt, ja, danke. Siehst du, man muss mir noch mein iPhone erklären.
Und zwar hier habe ich Zwillingsschwestern, das ist die Florentine und die Henriette, die hören den Podcast auch immer zusammen und finden es richtig klasse, haben auch aufgegriffen, sie finden unseren Podcast richtig knorke und von daher auch ganz liebe Grüße an euch beide, danke, danke für euren Support. Wie viele von diesen Nachrichten hast du noch? Zwei. Ich habe noch, also Mama, warte, ich konnte das jetzt so raus, viele Leute nein, raussuchst. Ich fand das jetzt total nett, weil ich zu manchen Sachen auch was sagen möchte. Eine Mama hier hat sich nämlich eingeloggt extra und zwar gehen da auch wieder Grüße an Theo und Wiebke raus. Die Mama heißt Wiebke und die Wiebke hat sich extra ein Instagram Account eröffnet, um mir eine Nachricht zu schicken im Namen ihres Sohnes, um gegrüßt zu werden und dass sie damit auch so Probleme hatte, das zu machen. Ich hätte da noch viel länger gebraucht als sie. Ich fand das ganz, ganz süß. Sie hört das immer mit ihrem Sohnemann zusammen und sowas sind nach wie vor die Sachen, die mir voll ans Herz gehen, weil darüber freue ich mich immer besonders. Genau. Und hier ist nur noch eine Sache. Ja, wer wollte denn jetzt gegrüßt werden? Der Sohn. Ja, wie heißt denn der jetzt? Ich habe es doch eben gerade gesagt. Das ist die Mama Wiebke und der Sohn Theo. Okay, Grüße an dich, Theo. Genau. Und jetzt muss ich das wieder zusammenscrollen. Gerade eben habe ich noch eine Nachricht reinbekommen, die fand ich nämlich auch schön. Und zwar von der Nelly Reimer. Die hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich komme auch aus einer Großfamilie. Sie hat 9 Geschwister, also nochmal 2 on top. Boah. Das ist nochmal eine Hausnummer. Und sie würde es interessieren, wie es bei uns so in den Ferien ablief. Bei denen war es nämlich so, dass die nicht auf den Urlaub gefahren sind, sondern so in Freizeitparks. Und da habe ich mich gerade direkt wiedergefunden und ich dachte, darüber können wir wirklich mal gerade reden. Ja, weil Urlaub war die letzten Jahre gar nicht wegen Corona. Ja, die letzten 3,5 Jahre. Und wenn wir im Urlaub waren, dann sind wir meist in so einem Centerparks, ne? Also Centerparks, Leute, die das nicht kennen, wie soll man das beschreiben? Es sind ganz viele Bungalows. Wir sind immer in den Wald, also in Wald weltlich gefahren. Die gibt es halt auch am Strand und so weiter. Genau, aber es ist immer so ein Park und dann gibt es so ein Zentrum. Da ist meist ein Schwimmbad drin, Restaurants drin, bla bla bla. Drumherum ist meist so Park oder ein Strand oder was weiß ich. Und dann gibt es da immer ganz viele Bungalows, in denen man dann und halt wohnt. So Aktivitäten, die man halt auch machen kann, ne? Von Minigolf über ja, genau. Climbing, aber wir hatten ja halt auch immer, als wir vor 4 Jahren, da waren wir das letzte Mal als gesamte Familie unterwegs, da war die Mirelle ja gerade mal, noch nicht mal 2, knapp 2 und da brauchten wir halt auch immer irgendwo Aktivitäten, die auch drinnen stattgefunden haben, also sprich dann irgendwie so eine Art kleines Actionland noch innen drin, ne? Aber halt auch den Schwimmbadbereich, dass die Kinder halt unterhalten werden können, auch wenn schlechtes Wetter ist. Die Nähe zum Bungalow, weil wir hatten noch Mittagskinder, die mittags geschlafen haben. Die haben ja auch immer gekocht. Bis auf das Frühstück, das haben wir uns immer wirklich gegönnt, das haben wir im Restaurant zu uns genommen. So eine Mahlzeit, die wir mal nicht selber zubereiten mussten. Das habe ich immer sehr genossen. Dieses Jahr fahren wir auch wieder, allerdings ohne Aaron und Noel, zum ersten Mal ohne die beiden. Sturmfrei, Leute. Wir hatten auch einmal, weil es gibt halt nicht in jedem Centerpark ein 10 Köpfe, also für 10 Leute ein Bungalow. Ja. Und dann hatten wir doch einmal in so einem Park das Problem und da haben wir euch quasi ausquartiert. Genau, da wohnen Aaron und ich in ein eigenes Haus gepackt. War mega geil. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seid, wie alt waren wir da? 13, 14. Und du hast so dein eigenes Haus für eine Woche. Das ist doch mega. Das war total, also ich fand es irgendwie blöd auf der einen Seite, aber ich habe euch dann immer, wenn wir abends, dann haben wir Activity gespielt oder Tabu oder irgendwie sowas, dann habe ich euch immer wieder in euer Haus gebracht und dann morgens haben wir dann geschrieben, so wir kommen jetzt bei euch vorbei zum Frühstück, also euch abholen zum Frühstück. Aber schöner fand ich es, als wir dann auch das Jahr drauf dann wieder zusammen waren. Aber ich glaube, es war ein Abenteuer für euch, ne? Das mal war so mega alleine. Cool. Ja. So, dieses Jahr, Leute, Aaron und ich haben sturmfrei. Ganzes Haus für uns. Schreibt uns jetzt Ideen rein, was wir alles Nices machen können. Wir können hier eine Kettenreaktion durchs ganze Haus machen. Das könnt ihr machen. Wir können eine Hausparty machen. Nein. Leute, nein. Falls ihr eingeladen werden wollt zu meiner Hausparty. Ich storniere den Urlaub nochmal. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir müssen nochmal in Ruhe darüber sprechen. Ja, aber guck mal, jetzt mal ganz theoretisch. Was willst du machen? Stell dir vor, ich mache eine Hausparty. Ja, in dem Moment werde ich nicht viel machen, aber danach wird mir so einiges einfallen, ohne, was ich mit dir mache. Mitbekommst. Wie sollst du das denn mitbekommen? Glaub mir mal, ich werde im Nachgang definitiv mitbekommen, dass hier eine Hausparty war. Challenge accepted. Und bitte? Nein, 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 nein. Also darauf lasse ich mich jetzt nicht ein, aber ich bin mir sicher,
dass ich das weiß. Ich werde sowieso, wenn ihr hier fünf Tage alleine wart, werde ich so viel wieder umräumen müssen, weil ihr das anders verräumt, als ich es verräumen würde. Ob es jetzt Geschirr ist, ob es egal was, whatever. Wie das Badezimmer geputzt ist und so weiter. Das wird ja alles nicht so sein. Ach stimmt, das muss man ja putzen. Ja, ihr müsst putzen, waschen, kochen. Bügeln, glaube ich, lasst ihr mal. Wahrscheinlich faltet ihr nur. Bügeln oder so. Doch, das machen wir. Das probieren wir aus. Das wird lustig. Ja, naja, gut. Also da reden wir nochmal drüber. Naja, und dann, wie gesagt, waren wir in den Centerparks. Und im Moment ist es irgendwie so, dass wir den Urlaub so familiär so ein bisschen aufteilen. Vor 4 Jahren war ich mal alleine mit Feline. Zum ersten Mal Strandurlaub. Letztes Jahr war ich mit dir und Aaron und Feline Strandurlaub. Dieses Jahr darf Papa mit 2 Jungs in Strandurlaub. Ja. Ja. Und alles gut? Ja, es tut nur weh beim Gähnen. Okay, dann lass das Gähnen einfach. Aber mit den Freizeitparks, da finde ich mich nämlich auch wieder, weil wir haben 5 seiner Geschwister, haben im Abstand von einem Monat im Hochsommer Geburtstag. Stimmt. Und dann haben wir das natürlich, weil wir im Sommerferien nie in Urlaub gefahren sind. Ich glaube, einmal waren wir da am Centerpark, sonst haben wir es immer in den Herbstferien gemacht. Haben wir eigentlich immer so diese Freizeitparkstouren gemacht, weil wir dann immer ein Geburtstagskind hatten. Das hat ja schon mal den Eintritt frei. Ja. Das heißt Toverland oder Gondorf Park oder aber Phantasialand, ne? Das haben wir dann alles fürs Geburtstagskind zumindest for free bekommen. Und das nimmt man dann natürlich mit bei so vielen Leuten. Ich nehme mal mit. Aber es ist richtig teuer als Großfamilie in so einem Park. Also mittlerweile gibt man da mehrere 100 Euro aus. Das ist richtig aua. Freizeitpark? Mhm. Und weißt du, was ich jetzt auch erfahren habe? Phantasialand sind die Geburtstagskinder nicht mehr frei. Nur noch bis 11 Jahre. Das haben die jetzt eingeführt. Das finde ich richtig. Naja gut, ist nicht die Plattform, um das zu diskutieren, aber schade. So, kommen wir jetzt mal zum Eingemachen, nachdem wir das Highlight der Woche besprochen haben. Mama, wir brauchen viel zu lange, wenn du so viele Nachrichten erreichst. Ja, ist gut, aber was mega ist denn dein Highlight der Woche? Schon mal ganz kurz. Wir haben mega viele tolle Kommentare von euch und es ist wirklich mega und wir antworten auf alles. Aber Mama, wir können nicht alles in den Podcast packen, weil dann sind wir schon bei 13 Minuten. Ja, okay. Aber das gibt ja auch Anlass immer dann und Raum, irgendwas zu besprechen, so wie jetzt über den Freizeitpark. So, und wenn du jetzt mit mir schimpfst, verzögerst du die Zeit nur. Aber du hast nicht über dein Highlight der Woche gesprochen. Ja, du auch nicht. Nee, ich frage dich aber hiermit danach. Highlight der Woche? Ja, wenn das hier online kommt, ist ja eh online. Am Freitag kam ein Video online, also wenn diese Folge hier online kommt. Ich habe am Samstag, also vor 2 Tagen, also für mich vor 2 Tagen, ja, habe ich ganz Luxemburg von Westen nach Osten zu Fuß durchquert. Mit Kilian. Ich habe gerade noch richtig Muskelkater. Aber wir haben es geschafft. Füße. Wir haben es geschafft. Also ich habe ein ganzes Land zu Fuß durchquert. Das ist echt Hut ab. Ich durfte dich telefonisch immer mal wieder begleiten. Ich habe mir da schon, was heißt Sorgen. Aber das war ja schon eine mega Herausforderung. Und der Umstände halber, aber das wird ja in dem Video auch erwähnt, gab es ja auch zeitliche Verzögerungen, an denen ihr ja nicht... Ja, das wird nicht im Video erwähnt. Nee? Okay, aber ihr habt das mega gerockt, also wirklich Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Nein. Ich glaube nicht. Wegen den Füßen. Mit meinen Füßen nicht, ne? Ja, wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Aber du hast jetzt heute, also mein Highlight der Woche existiert noch irgendwie so gar nicht. Hatte ein schönes Wochenende, ein ruhiges Wochenende. Du warst ja nicht da. Ich war mit Papa ein bisschen shoppen. Deshalb hattest du ein ruhiges Wochenende. Ach so, okay. Alles klar. Ja, und von daher, nö. Ich habe ein schönes Wochenende gehabt. Das reicht mir. Alles klärchen. Okay, wir haben hier ein neues Spiel, Leute. Das heißt Get to Know You. Da haben wir hier so ein paar Karten. Das habe ich neu bestellt. So ein paar Karten. Ja. Und, oh, boah. Was denn? Ah, da hat mein Rücken gerade weh. Okay, schön, dass du uns so teilhaben lässt. Deine Mandel, dein Rücken. Sollen wir noch über deine Füße sprechen? Ja, Füße gehen. Deine Hüfte. Schmerz. Was mit der Hüfte mittlerweile? Im Alter. Da seht ihr mal, was er hier für einen Einsatz gezeigt hat. Okay. Da stehen so coole Fragen drauf. Und ich würde sagen, wir drehen den Aal hier einmal um. Ja. Und Mama. Ja? Du darfst eine Karte ziehen. Zieh mal die oberste. Ja. Da stehen so coole Fragen drauf. Also wirklich sehr, sehr coole Fragen. Mhm. Lies mal vor. Wie möchtest du nach deinem Tod in Erinnerung bleiben?
Wie möchtest du nach deinem Tod in Erinnerung bleiben? Wisst ihr, das sind so ein bisschen tiefgründige Fragen. Das sind aber wirklich tiefgründige Fragen. Ja, da kann man mal richtig talken. Das ist perfekt für einen Podcast. Ja, also ich würde gerne in Erinnerung bleiben. Bei, vor allen Dingen bei euch Kindern. Erstmal als hoffentlich liebevolle Mama, die hoffentlich immer ein offenes Ohr hatte und jeden Scheiß auf gut Deutsch mitgemacht hat. Wenn ich so bei euch in Erinnerung bleibe, so nach dem Motto, mit der Mama kann man Pferde stehlen. Mit der Mama kann man Pferde stehlen. Okay. Ja, das war jetzt schon wieder so ein bisschen altbacken. Aber ja, also nach dem Motto, mit der konnten wir alles machen, dann finde ich das genau das, was ich erreichen möchte, weil so sehe ich mich auch. Ja, und ich weiß ja nicht, wann ich gedenke abzuleben. Ich hoffe, ich habe noch ganz, ganz lange. Wann hast du denn so geplant, circa? Dann hoffe ich, dass ich noch mehr an Reichweite gewonnen habe, wir noch ganz viele tolle Projekte bekommen haben. Und wenn ihr mich dann als, ja, die Mama von Mamiversum, die Frau mit den 8 Kindern, mit der man Spaß haben kann, seht, dann würde ich mich auch darüber sehr freuen. Mega. Ist das gut? Das ist gut. Ja, aber hier sind so komische Symbole, die musst du mir später mal erklären auf der Karte. Die sind, glaube ich, relativ unwichtig. Okay. Und du? Möchtest du die auch beantworten oder willst du deine eigene Karte ziehen? Ich würde sagen, ich ziehe meine eigene Karte. Gut. Ne? Jeder zieht immer so eine eigene Frage. Dann haben wir vielleicht mehr Verschiedenes. So. Welches Zitat trifft auf deine eigene charakteristische Beschreibung zu? Um Hast Gottes du ein Willen. Zitat? Nö, ich glaube, ich packe die weg. Es ist recht schwierig, ja. So ad hoc. Hier. Wenn du dich entscheiden müsstest, getötet zu werden oder selbst zu töten, was würdest du tun? Boah. Kommt drauf an, von wem, durch wen. Und was ich töte. Ja. Also, wenn... Ja gut, wenn es ein Raubtier ist, dann ist die Frage... Wenn es kein Mensch ist, den ich töten muss, sondern ein Tier, dann würde ich halt auch eine Ameise töten statt mir. Statt dich töten zu lassen, meinst du natürlich. Ja, also ja. Ich meine... Gut, und wenn wir jetzt von einem Menschen... Sorry für die Ameise. Wenn wir jetzt von einem Menschen ausgehen? Dann würde ich mich, glaube ich, töten lassen. Könntest du mit der Schuld nicht leben, einen Menschen das Leben genommen zu haben? Nee, ich könnte den auch nicht töten, das wäre ja voll ekelhaft. Wie bringt man einen Menschen richtig um? Naja, aber ich stelle mir so eine Situation vor, weißt du, friss oder stirb, so nach dem Motto, einer will dir an den Kragen, will dich umbringen, was tust du eher? Lässt du dich von ihm umbringen oder wehrst du dich bringst ihn? Also so interpretiere ich das. Oder würdest du im Zweifelfall ihn umbringen? Weil dann wäre es für mich ganz klar. Ja, wenn wir beide da mit dem Messer stehen, ja. dann zack, zack, zack. Ja, also wenn der mir was, ne, wenn die Option ist, dass ich dann sterbe, dann wehre ich mich. Das. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, es kommt situationsbedingt, oder? Ja. Aber ich könnte, und da bin ich bei dir, auch mit dieser Schuld, jemanden umgebracht zu haben, ich könnte damit null leben. Ne, wenn ich mir so ein Krimi oder so angucke. Wir sind auch sehr kinderfreundlich gerade unterwegs. Ja, das stimmt. Also, aber... Ich habe selbst als Kind, als junger Mensch schon öfter, ich habe mal tatsächlich geträumt, ich hätte jemanden umgebracht und bin mit diesem Schuldgefühl aufgewacht und fand das so schrecklich, weil ich dachte, mit dieser Schuld werde ich niemals leben können. So, also, was sagt uns das? Wir bleiben sauber und wir kommen einfach nicht in so komische Situationen rein, okay? Oh je. Finde ich gut. Was fühlst du, wenn eine andere Person leidet, die du aber nicht kennst? Ja, also da sind wir wieder bei mir. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Aber auch da ist das Ganze situativ zu betrachten. Also ich glaube, dass ich schon ein Übermaß an anderen Befindlichkeiten so habe. Also auf jeden Fall definitiv mehr als du. Mhm. Ne? Aber es kommt auf die Situation drauf an. Also alles reinziehen möchte ich mir jetzt irgendwie auch nicht. Geht auch gar nicht, weil dann könntest du den Fernseher zum Beispiel gar nicht anschalten oder so. Dann würde ich ja nur hier sitzen und völlig abdrehen.
Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Arztpraxis neben jemandem sitze und der hat hochgradige Schmerzen, habe ich natürlich wahnsinniges Mitgefühl mit diesen Menschen zum Beispiel. Oder wenn jemand vor mir... So ironisch. Nein, das war aber jetzt nicht so gemeint. Oder wenn jemand vor mir in Tränen ausbrechen würde, selbst wenn ich den nicht kenne, natürlich macht das was mit mir und lässt mich das empfinden. Aber also man müsste die Situation, glaube ich, ein bisschen näher beziffern, würde ich jetzt mal so behaupten. Alles klar hier. Gibt es auch noch mal irgendwie so glücklichere Fragen? Schau mal gerade drüber. Hier. Ja. Wie erklärst du dir Déjà-vus? Ah, das ist eine interessante Frage. Das ist deine Karte, also bitteschön. Ich glaube, Déjà-vus sind einfach Dinge, die man vielleicht einfach geträumt hat. Glaubst du, dass du schon mal gelebt hast? Glaubst du, dass du noch mal wiedergeboren wirst? Glaubst du an sowas? Nö. Manche sagen ja, das sind Erlebnisse, die man schon mal hatte, wirklich hatte aus einem vorherigen Leben. Déjà-vus, ich glaube, dass man einfach vielleicht das schon mal geträumt hat und das dann aber in echt erlebt oder sowas Ähnliches geträumt hat und dass das Gehirn das irgendwie verknüpft oder eine ähnliche Situation hatte und das Gehirn das verknüpft oder dass etwas ist, was einem so logisch und nah erscheint, weil man etwas Ähnliches vielleicht mal hatte, dass man dann das Gefühl hatte, das habe ich schon mal erlebt. Aber als wir zum Beispiel Heiko und Roman waren, weiß ich, dass du ein Déjà-vu hattest. Genau. Es kann auch einfach sein, dass ich das geträumt habe. Okay. Oder du dich innerlich schon so darauf vorbereitet hast, dass du das Gefühl hattest, du warst schon mal in der Situation. Ja. Okay, also du glaubst nicht an ein Leben nach dem Tod oder dass du schon mal gelebt hast. Nee, gar nicht. Du? Wow. Ich weiß nicht, manchmal ja, manchmal nein. Ich kann mir so gar nichts vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass danach alles, also dass es das große Nichts gibt. Ja, das ist so ein Ding. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass einfach, wenn man tot ist, ist einfach nichts. Aber das wiederum ist, glaube ich, einfach so eine Sache, das ist außer unserer Vorstellungskraft, weil nie ein Mensch davon ja auch richtig berichten kann, wie es ist, tot zu sein. Ja. Selbst Leute, die mal tot waren, das ist wie wenn du ohnmächtig warst, weil du bist dann erst wieder beim Bewusstsein. Und ein interessanter Fakt ist ja, das habe ich dir schon mal erzählt, du kannst in deinen Träumen nicht sterben, weil sich das Gehirn nicht vorstellen kann, wie du stirbst. Und dann ist ja auch logisch, dass wir gar nicht so weit denken können, okay, was ist da? Wir können uns das nicht erklären und deshalb suchen wir vielleicht irgendwas. Mhm. Also ich weiß nur zum Beispiel, mein Opa, der war ja schon mal klinisch tot gewesen und ist dann reanimiert worden. Und der hat wirklich von so einem hellen Licht berichtet, wie ja so viele, wenn die sowas hatten, ne? Und hat dann aber auch wirklich geschimpft mit meiner Oma und den Ärzten, dass die den zurückgeholt haben. Der fand das so schön, dieses Gefühl und dieses Licht und einfach so die Situation, der wollte nicht mehr weg. Aber keine Ahnung. Also das Einzige, was für mich irgendwie noch so große Fragezeichen sind, ich meine, wir bestehen ja mehr als nur aus unserem Körper, sondern wir sind ganz, ganz viel Energie. Auch unsere Gedanken sind ja, man sagt ja, man zieht mit Gedanken alles Mögliche an, Gutes wie Negatives, ne? Weil das alles reine Energie ist. Und nur weil mein physischer Körper stirbt, was passiert mit meiner Energie? Weißt du, das finde ich so interessant. Also ich glaube nicht, dass ich eins zu eins irgendwie wiedergeboren werde, aber ich glaube auch nicht, dass ich mich in ein komplettes Nichts auflöse. Aber wie du schon gesagt hast, wir können es nicht wissen, aber ganz weg, glaube ich, sind wir nicht. Was auch immer dann sein wird, das weiß ich nicht. Okay. Ja. Okay, dann würdest du lieber geliebt werden oder lieber jemanden lieben? Das ist wirklich eine interessante Frage. Würdest du lieber geliebt werden oder lieber jemanden lieben? Ja, also wenn du jemanden liebst und wirst nicht zurückgeliebt, dann bedeutet das ziemlich einen Kummer, finde ich. Ja. Also das kann schon ganz schön wehtun. Aber wenn du geliebt wirst und denjenigen nicht zurückliebst, finde ich die Situation auch schwierig, ehrlich gesagt, weil... Kommt drauf an, wie viel du dann mit dieser Person noch zu tun hast. Wenn das jetzt irgendjemand ist, mit dem ich nichts zu tun habe, dann ist das so, als würde das gar nicht existieren. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Aber wenn das jemand ist in meinem Umfeld und ich kann diese Liebe nicht zurückgeben und ich mag die Person vermutlich auch noch, finde ich das sehr, sehr unangenehm.
Also ich glaube, ich würde eher jemanden lieben und nicht zurückgeliebt werden, weil dann könnte ich dieses, müsste ich ja mit dem Gefühl klarkommen, verstehst du? Dann kann ich was draus machen. Okay, die liebt mich nicht und dann muss ich sehen, wie ich klarkomme. Aber an den Gefühlen vom anderen kann ich ja nichts ändern oder verändern. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Oder ist ein bisschen schwierig, ne? Ich würde trotzdem eher geliebt werden, weil sonst musst du ja was machen. Weißt du, wie ich meine? Wenn dich jemand liebt, okay, ja, dann ist das halt so. Ja, dann kannst du sagen, juckt mich nicht, ne? Aber ja, besser ist entweder gar nichts. Ich darf die Karte ziehen. Achso, ja, du darfst ihn, ja, stimmt. Warum wärst du oder wärst du nicht gerne unsterblich? Ich wäre absolut überhaupt nicht gerne unsterblich. Auch nicht. Weil, nein. Man gibt es hier keine Erde mehr, weil wir die hier so kaputt gemacht haben. Und dann sind wir im Nichts. Und vor allem, du lebst ja immer weiter und weiter und weiter. Und es gibt hier kein, es gibt kein Ende, aber es muss ein Ende geben. Ja, auch überleg mal, wenn ich mal mir vorstelle, ihr würdet alle sterben. Meine ganze Urfamilie stirbt, mein Mann stirbt, meine Kinder sterben, meine Enkel sterben. Ich sehe, wie alles passiert und mir kann gar nichts passieren. Ich lebe hier tralala weiter, aber meine Gefühle sind ja da. Ich meine, und irgendwie würde mir diese Erdung fehlen, dieses, wo gehöre ich denn überhaupt hin? Ich hätte immer nur Lebensabschnittsgefährten, ja. Aber... Wenn wir das jetzt nochmal nehmen, ist es nicht so, dass man sich irgendwie auch auf ein Ende freut? Also weißt du, wie ich das meine? Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wenn etwas endlich ist, weiß man sich vielleicht auch mehr zu schätzen, ja, als wenn es in so Dauerschleife läuft. Ne? Dass man so einen Rahmen hat einfach. Ja, ja, finde ich auch. Also wenn... Wenn alles immer stetig verfügbar ist, ja, dann verliert es auch so seinen Reiz. Das ist ja mit allem im Leben so. Ja. Ne? Und so weiß man sich viel mehr zu schätzen und holt auch das Beste raus. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich fände das ganz schlimm, wenn ihr alle irgendwie weg wärt und ich würde da weiter. Ja, aber du musst ja überlegen, du wärst ja in Millionen Jahren noch da. Nee. Oh mein Gott, also das ist doch schrecklich. Ja. Also ich glaube, dann hätte ich Depressionen. Wie willst du denn da nochmal rauskommen? Irgendwann alles wird wieder gut. Irgendwann implodiert die Sonne und du bist immer noch da, treibst du im Weltall rum. Nein, wie traurig. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Nein, wir machen einfach das Beste aus unserem Leben, was wir hier haben. So. Also. Nee, schon wieder. Nee, wieder so eine Dingsfrage, die mag ich überhaupt nicht. Moment, ich probiere es hier nochmal. Wenn du schon mal wiederkehrende Träume hattest, um was ging es und welchen Sinn denkst du, hatten diese? Wiederkehrende Träume, ja, kann ich sagen. Und zwar habe ich schon ganz oft geträumt, dass ich wieder, also ich bin gelernte Bankkauffrau, dass ich wieder in den Beruf starten würde und dann habe ich immer die Krise bekommen. Und ich weiß auch, was das bedeutet. Ich möchte eigentlich nicht mehr zurück. Okay. Mega. Kurz und schmerzlos. Okay, ich mache noch eine, du machst noch eine. Okay. Nö, die ist unnötig. Ja, manche sind so ein bisschen schwerlastig, ne? Ach, komm, noch eine, dann schaffst du es. Auch nicht. Wann hast du dir am meisten Schaden zugefügt und warum? Am Samstag, als ich ein ganzes Land zu Fuß durchquert habe. Hast du ganz viel Schaden genommen, ne? Warum? Weil du ein Land durchqueren wolltest, ne? Ah, wenn dein Leben ein Film, ein Buch wäre, wie wäre der Titel bzw. das Cover? Oh, das ist eine Frage. Anstrengend. Wie wäre das Cover? Ah, das, ich würde es dann eher wie eine bunte Süßigkeitentüte oder so nennen, weißt du, so ein oder buntes Überraschungspaket. Also hätte mir jemand mal gesagt, du kriegst 8 Kinder, sitzen Papa und ich heute noch da. Wir haben gestern noch drüber gesprochen. Hätte uns das jemand gesagt, wir hätten uns ausgelacht hätten wir den anderen. Es waren 2 geplant und jetzt sind wundervolle 8 da. Hat sich ja alles so ergeben, ist auch alles wunderbar, alles, jo. Ne, aber das hätten wir halt nie so gedacht. Und wenn ich überlege, dass ich jetzt hier sitze und mit dir einen Podcast mache, damit hätte ich jetzt auch nicht so wirklich gerechnet. Eine bunte Tüte von Punkt, Punkt, Punkt ist mein Leben. Von allem Möglichen. Cool. Ja, ne?
In diesem Sinne. Ja, war jetzt irgendwie heute kurz und knackig. Also ich bin dafür, dass wir jetzt abstimmen lassen, wen wir nochmal mit ins Boot holen. Wollen wir nächste Folge schon wieder jemanden dabei haben? Wollen wir das? Ja, weil du das ja gerade ansprichst. Ja, nächste oder übernächste Folge schon, ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt so zeitlich ergibt. Jetzt gibt es hier eine Abstimmung. Ja. Auf Spotify, glaube ich, sieht man die. Stimme ab, wer soll dabei sein? Aus der Familie. Mhm. Boah, das war gerade schlimm mit dem Hals. Ja, fände ich total schön. Ja. Es hatte richtig Spaß gemacht mit der Feline. Und ich würde mich aber auch über andere Familienmitglieder sehr freuen. Also von daher, stimmt ab, wen oder was ihr euch wünscht. Was wird schwierig, aber wen? Was? Und was? Ja gut, welche Challenge zum Beispiel welches Format ihr euch vorstellen würdet. Ja, wir haben auf jeden Fall ein offenes Ohr dafür und freuen uns drauf, ne? Wir freuen uns. Mal schauen, was wird. Ja. So, eine schöne Woche wünschen wir euch. Bleibt gesund. Dir auch gute Besserung, mein Schatz. Dankeschön. Und bei, du fängst an. 3 2 1 Tschüss. Tschüss.